Levi Ahmadiyyat! Levi Ahmadiyyat! Nara! Was für ein segensreiches Wochenende. Mit diesen Bildern aus der internationalen Jalsa Salana in UK begrüßen wir Sie wieder hier im Studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des MTA Journal. Jeden Sonntag berichten wir live für Sie rund um die Geschehnisse der Ahmadiyya-Muslimgemeinde weltweit. Diese Ausgabe möchten wir hierzu nutzen, um Ihnen die Höhepunkte der Jalsa Salana in UK etwas näher zu bringen und einen besseren Einblick in die Veranstaltung zu ermöglichen. Beginnen wir hierfür mit der Zusammenfassung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, Hazrat Mirza Masood Ahmed, möge Allah sein Helfer sein, dem weltweiten Oberhaupt der Ahmadiyya-Muslimgemeinde, diesmal aus der Jalsagar in England. Am vergangenen Freitag sprach Huzur, seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, die Gäste und die Organisatoren der Jalsa Salana in England an und machte beide Seiten nochmals ihrer Verantwortung bewusst. Weil die errichtete Zeltstadt in den kommenden Tagen hauptsächlich von ehrenamtlichen Helfern getragen werde, so können kleine Schwächen übrig bleiben. Die Gäste sollten den höheren Zweck dieses Treffens vor Augen haben und über Kleinigkeiten hinwegsehen. Ebenfalls sollten die Gäste selbst zu Helfern werden, wo es nur geht, um etwaige Schwächen zu beseitigen. An die Organisatoren sprechend machte Huzur jene darauf aufmerksam, den Sinn der Jalsa vor Augen zu halten. Die Jalsa Salana wurde auf Geheiß Allahs durch den verheißenen Messias a.s. eingeführt. Der Sinn sei es, an Spiritualität zu gewinnen, nicht wie auf einem weltlichen Fest bloße Unterhaltung. Und die meisten, so seine Heiligkeit, seien mit genau diesem Geist auf der Jalsa Salana. Die Organisatoren sollten daher wissen, dass egal wie die Gäste sich verhalten, es ihre Aufgabe sein sollte, stets freundlich und gastfreundlich zu sein. Selbst wenn ein Gast den Bogen überspannen sollte, so sollte der Gastgeber sich in Geduld üben und nicht genauso reagieren wie der in Rage geratene Gast. Wenn also auch ein Fehlverhalten eines Gastes vorliegt, so sollten die Helfer dies für Allahs Wohlgefallen ertragen. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, war so gastfreundlich, dass er seinen Gästen nie vorschrieb, wann sie kommen oder gehen sollten, bis Allah selbst offenbarte, dass die Gläubigen die Zeit des Propheten würdigen und schätzen sollten. Ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte außerdem über den Propheten: Ich habe niemanden gesehen, der so häufig lächelt wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und genau dies sollten sich die Helfer zu Herzen nehmen, denn dieses Äußere wird auch Einfluss auf das Herz nehmen. So entsteht keine Härte im Herzen und man trifft auch keine falschen Entscheidungen. An die Gäste richten, sagte Huzur, möge Allah sein Helfer sein, falls jemand den Eindruck hat, etwas laufe schlecht, so solle er dies dem Zuständigen schreiben, statt in Diskussionen mit den Mitarbeitern zu verfallen. Außerdem sei es wichtig, die Reden aufmerksam zu verfolgen. Sie sind so präpariert, dass für jeden etwas dabei ist. In jeder Rede gibt es außerdem etwas, was für den Einzelnen wertvoll sein wird. Das Allerwichtigste sei jedoch, so seine Heiligkeit zur Erinnerung, der Gottesdienst. Dafür hat Allah 5 Gebete vorgesehen. Sowohl Eltern als auch ihre Kinder sollten darauf Acht geben. Selbst wenn Gäste nach Hause führen, so sollten sie in diesen Tagen besonders die Moscheen ihrer Umgebung besuchen. Wenn keine Moschee in der Nähe ist, dann gemeinschaftlich zu Hause beten. Und auch die Organisatoren sollten ihre Arbeit den Gebetszeiten unterordnen. Der absolute Höhepunkt der Jalsa Salana in UK sind die verschiedenen Reden und Ansprachen seiner Heiligkeit, unseres Imames, unseres geliebten Kalifen. Doch ein Höhepunkt unterscheidet sich von allen anderen, hebt sich ab, ist hochemotional, ein Siegel, ja fast schon ein Stempel der Veranstaltung, die Bad-Zeremonie. In diesem hochemotionalen Event ist es einzelnen Gemeindemitgliedern gegeben, ihr Treuegelöbnis gegenüber Allah und der Gemeinde zu erneuern. Durch eine noch tiefere spirituelle Verbindung zum Kalifen ist es sogar 9 Mitgliedern ermöglicht, den Schritt in die schützende Arche der Ahmadiyya Muslim Jamaat zu wagen. Eine Offenbarung, die sogar dem verheißenen Messias vor vielen, vielen Jahren offenbart wurde, dass die schützende Hand Allahs über ihnen sei. Ein besonderes Highlight heute Nachmittag war das Beidgelübde. Tausende Menschen in England, aber auch auf der Welt traten der Ahmadiyya Muslim Jamaat so bei. Und für jene, die bereits in der Gemeinschaft sind, war dies nochmal ein emotionaler Moment, ihr Eid gegenüber Gott zu erneuern. Ashhadu an la
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Neben den Ansprachen seiner Heiligkeit gibt es auch viele verschiedene Reden, die von Persönlichkeiten der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde auf dieser Veranstaltung gehalten werden. Verschiedene Thematiken wie etwa die Erziehung, als auch die Lehren des Korans, aber dann auch verschiedene Opferbereitschaften der Gemeindemitglieder sind hierbei Thematik und bilden ein sehr, sehr interessantes Hauptprogramm. Das Besondere an der internationalen Jalsa Salana ist, dass seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, mehrmals vor die Gäste tritt und spricht. In seiner Eröffnungsansprache am Freitagnachmittag sprach seine Heiligkeit ausgiebig über den Segen des Gebetes und dass es wichtig sei, Gebete intensiv und inbrünstig sowie einzig und allein mit vollem Vertrauen an Gott zu richten, damit diese erhört werden. Gerade in der heutigen Zeit könnten unsere gemeinschaftlichen Gebete die Kräfte, die gegen den Islam arbeiten, schnell zunichte machen. Unsere Waffen sind unsere Gebete. Seine Heiligkeit legte uns außerdem einige Gebete nahe, die man sich unbedingt noch einmal anhören sollte. Am Samstagmittag übergab seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, zunächst Urkunden und Medaillen für besondere akademische Leistungen an die Frauen der Gemeinschaft und sprach anschließend zu den tausenden Frauen, die in einem eigens für sie organisierten Zelt untergebracht waren. Seine Heiligkeit sprach die moderne Entwicklung und das technische Zeitalter und ebenso die Erziehung in diesen Tagen an. Smartphones samt soziale Medien haben die Welt nahegebracht und viele Vorteile mit sich gebracht. Doch dass damit auch viele Nachteile einhergehen, missachten viele leider. Dass diese Errungenschaften den Kreis der Familie und den sozialen Kreis an sich beschädigen, geben mittlerweile sogar die Erfinder offen zu. Während jene auf der einen Seite sagen, dass sie ihren Kindern selbst davon abraten würden, verbreiten sie des Geldes willens aber ein solches Phänomen, das auch Schädliches mit sich bringt. Demgegenüber steht die schöne islamische Lehre, dass man für andere das wünschen sollte, was man auch für sich wünscht. Huzur, möge Allah sein Helfer sein, gab außerdem sehr wertvolle Tipps an Mütter und Väter, wie eine schöne Erziehung aussieht und worauf man achten sollte. Wer die Ansprache verpasst hat, sollte sich diese unbedingt anschauen. Am Samstagnachmittag berichtete seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, traditionsgemäß über die Fortschritte, die die Ahmadiyya Muslim Jamaat weltweit in nur einem Jahr gemacht hat und gedenkt so an Allahs Segen auf die Jamaat. Im vergangenen Jahr zählt die Ahmadiyya Muslim Jamaat in 212 Ländern ihre Gemeinschaften. Seit 1984 sind sogar in 121 neuen Ländern Gemeinden errichtet worden. Dieses Jahr kamen zwei neue Länder hinzu, Osttimor und Georgien. Seine Heiligkeit erwähnte außerdem viele emotionale Ereignisse, die es wert sind, nochmal gehört zu werden, wie beispielsweise viele durch Träume, andere durch MTA, den Radiosendungen weltweit oder dem vorbildhaften Verhalten von Ahmadi-Muslimen in die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat eintreten. Wie manchmal sogar aus Feindschaft erst Freundschaft wurde und dann sogar der Eintritt in die Gemeinde folgte. Die Segnungen Allahs sind groß. Insgesamt traten im vergangenen Jahr 647.000 Menschen der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat weltweit bei. Gerade einmal 2 Stunden ist es her, da ist auch diese segensreiche Veranstaltung in UK zu Ende gegangen. Verehrte Zuschauer, damit haben wir auch das Ende unserer Sendung erreicht und würden es begrüßen, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder live dabei wären. Bis dahin können Sie uns jederzeit auf Twitter folgen unter @mtatv.de, auf Facebook live mitdiskutieren, ebenfalls unter mtatv.de und gerne stehen wir auch als Archiv auf YouTube für Sie zur Verfügung unter MTA German Services. Sollten Rückfragen entstehen, sind wir gerne erreichbar für Sie auf unserer Website www.ahmadiyya.de. Bis dahin bleiben Sie gesund und haben Sie einen sehr, sehr schönen Start in die neue Woche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.